Hallo liebe Internet-Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Night. Überlebt ihr mit Nordisch, Berlin und Gussmann, bitteschön. Ja, guten Tag. Ja, Mahlzeit. Folge, hallo und willkommen. Oh mein Gott. Ich hab ja ein bisschen mehr erwartet. Ich find nix. Ja, wir müssen ein bisschen Kontrast bilden. Ja, vielleicht muss man die nächste Ansage richtig auf brutalem Hessisch erfolgen. Ja. So, richtig durch die da. Nase, ohne Gehirn gesprochen, einfach nur pff, raus, ja. Wäre ja auch genau. Mal eine Idee, ne? So. Das einzige so. Positive ist, wenn man nicht gerade vergisst, wieder den Wecker zu stellen, ist, dass heute der Hundetag rum ist. Das heißt, mich von Hunden überraschen zu lassen, die dann wieder angegrillt kommen, wäre heute nicht so der Fall. So, mein Turm der Einsamkeit wäre erstmal fertig. Oh. Der Turm der Einsamkeit. Da ist es ja nicht mehr. Stimmt. Jetzt ist schon der Turm der Zweisamkeit. Ja. Gemeinsam einsam. Glaub, da bin ich eigentlich auch wieder hier drin ganz gut beraten. Gebraten? Verraten vielleicht. So, wo sind jetzt... Ich hatte doch eben noch meine... Doch Mann, ich muss aber auch echt so ehrlich... Ach, ich habe gar kein Holz mehr. Oh, dann kann das ja auch nicht gehen. Oh, Mann. Was ist das? Ja. So, da habe ich dann das gesetzt. Ja, ich könnte ja noch. Und wenn man möchte, dann sollte man. Muss aber nicht. Ups, der ist nicht tot. Oh, dann gut, dann gehen wir erstmal ein bisschen Holzhacke. Hallo! Wir brauchen bei der Gelegenheit auch Tier. Schon wieder? Immer noch Tier. Wahrscheinlich. Immer Tier. Ja, gut. Ja. Aber ich muss auch unbedingt... Unbedingt mal nach der 21er Horde unbedingt mal wieder einen Ausflug machen. Ich kriege hier schon wirklich Lagerkoller. Ja, werden wir tun, denke ich. Muss auf jeden Fall sein. Aber wir haben hier aber auch Projekte hochgezogen. Meine Fresse, du. Muss man ja mal sagen. Also dafür, dass wir jetzt Tag 20 sind, muss ich sagen, ist das schon einiges, was wir hier gebaut haben. Ja. Zumal nett, da, da jeder sein eigenes Gebäude gebaut hat, ist es ja nochmal erschwerend dazu gekommen. Puh, nicht schlecht. Muss ich ja mal lobend erwähnen. Das haben wir gemacht. Muss das ganze Scheiße nur noch halten? Dann ist das. Wir majestätisch zusammenstürzen. Ja, wahrscheinlich hat von uns hat er noch keine Dingsbums gelernt. Hier ist er schon im Zement, ne? Oh, ich habe Zement schon. Ich habe Bergbank gelernt. Na gut, die hätten wir zur Not. Zement mich nicht gelernt. Das ist das Problem nicht. Steine sind das Problem. Ja. Weshalb ich mich ja in den Boden wühle. Weil einen Mischer hätten wir ja beim Händler. Ach so, das ist auch ein Mischer, okay. Richtig. Dann würde ich mich als nächstes auch gleich mal zu sehen, dass ich dann Beton zusammenkriege. Sand haben wir ja auch und gleich nebenan, das ist nicht so das Problem. Genau. Eben haben wir noch den Stein. Zombie. Hallo. Was? Muss man erstmal gleich neue Tools bauen. Ich werde, glaube ich, Tools-Smitting noch so ein bisschen aufpushen gleich hier. Lass mal überhaupt mal erstmal gucken hier. Ich bin motiviert, aber immer. Das verwirrt mich. Toolsmithing. Ah, ne, ist da gar nicht drin. Da ist Toolsmithing. Hab ich alles? Meine 69er Toolsmithing. Haben wir nicht. Ja, was könnt ihr denn für Tools herstellen? Das habt ihr ja in eurem Skilltree. Nicht gut. Was heißt nicht gut? Knapp 100 nur. Okay, ich hab 281, bin ich gerade. Na, dann mach mal. Dann würde ich sagen, stellst du uns doch mal Werkzeug her. Ich schmelze meine nochmal ein. Oder warte mal. Ist doch eine Forge bei dir, oder? Was ist das? Ich habe bei mir eine Forge, ja. Ich stecke gerade die alten mal rein zum Einschmelzen. Chemistry. Tools Messing habe ich 26. Was? Die Fähigkeit auf 26. Okay, nee, ich meine, er zeigt dir ja auch an bei Tools Smithing, zeigt dir ja auch an Crafting Quality. Okay, Moment.
Also ich habe ihn jetzt auf genau 303 gesetzt. 227. Ist ja auch einen gescheiten Weg rüber. Ah ja, da ist. Dennis Nisch. Mal gucken, was ihr gemacht habt. Mann platt! Ja, ist weit weg. Hab ich jetzt keinen Bock drauf. So, Quicker Crafting könnte man machen. Fixer. Razor! Grüß dich, mein Archery. Lieber. Das Kamel könnte ich machen. Knife Guy. Oh, Kojak! Blunt Weapons. Pummel Pete. Pocaccio. So, Pocaccio. Ich hab mich so dermaßen erschreckt, du kannst es noch nicht mal richtig aussprechen. Oh. Nein, oh. Was machst du denn? Oh. Scheiße, ich bin jetzt völlig durch den Wind. Scheißhorn. Ich hab's wieder raus. Was tust du da? Ich hab mich so erschreckt, jetzt machst du doch Unsinn irgendwie. Mach doch nix. Ja. Ich hab mein Essen geschrottet. Oh, das ist natürlich nicht gut. Draus gemacht. Du. Gut. Ich kann mich mit einer Runde durch die Gegend. Bitte was? Ich hab's auch nicht verstanden. Und hier schmilzt einer eine 200er ein. Das muss Stinks gewesen sein, Pelain. Was? Wo? Ich hab nur direkt das Eisen, was ich da reinschmeiß. Die Schaufel repariere ich nochmal, meine Freunde. Das ist besser als alles, was ich hab. Okay. Ich baue, Ahnung, ich baue sowieso gleich noch neue, also von daher. Ja, ich glaube, gerade ich wollte uns noch neue Werkzeuge herstellen. Also ich bin jetzt bei 303 in etwa, also so 303, 304 Werkzeuge werde ich herstellen können. Sehr gut. Ja, hau rein. Ja, damit. Jo, ich bin noch gerade am Holz hauen, ich komme gleich zurück. Okay, jetzt hat sich erledigt. Ich nehme meine mächtige Steinaxt beiseite legen. Deine mächtige Stein. Okay. Scrap, das können wir auch mal scrappen. Ah, dann komme ich mal zurück hoch. Wir noch irgendwo essen? Hazard, vielen Dank für dein Follow, mein Lieber. Dankeschön. Oder meine Liebe, das weiß man ja nie so genau bei den Namen. Nicht, dass mir da geschimpft wird. Weil, ey, ich bin ein Junge, ich bin ein Mädchen. Von den Namen her ist es manchmal echt schlecht zu unterscheiden. Also ich bitte um sorry, falls da nicht der 1000%ige Treffer drin war. Unglaublich. Ich hab es. Was hast du? Ich habe eine Sniper-Rifle-Mechanik. Okay. Nice. Jetzt kann ich meine Sniper auch reparieren. Yay. Yeah. Und ich kann neue bauen. Für meine werten, hochgeschätzten Kollegen. Mhm. Huch. Ne, Begeisterung sieht anders aus, aber okay. Hurra. Wenn keiner meine Armbrüste haben will, dann bin ich auch nicht begeistert über Maschinengewehr. Mhm. Guzman, lass mich nochmal in die Forge rein, bitte. Verschnupft reagieren. Ah, ja. Mhm. Kann ich nämlich dann auch gleich die Tools bauen, wenn du mich ranlässt. Also, an die Forge. Wenn du mich ranlässt. Doch, bitte, ich lass dich ran. Nee, das mal. Nein, nicht. Sehr, sehr schön, danke. Bitte. 94, das ist doch schön. Der ist gut. Gut, dann, also Guzman braucht eine Schaufel, wenn ich das richtig verstanden habe. Schaufel habe ich jetzt eine 217er. Also brauchst du erstmal nichts. Ich brauche eine zum Steinhacken. Ah ja. Das Beste, was du kriegen kannst. Ja, ich guck. Ja, Pike und Axt wäre nicht verkehrt. Muss ich. Also mache ich gleich zweimal so. Okay, ich hoffe, ich hab's jetzt richtig. Was brauchst du noch, Pelain? Was brauchst du noch? Axt und Steine, also Pike. Ja, Pike, ich fürchte, Ginny, das kann der Herr Guzman nicht lesen, wenn du das bei mir schreibst im Chat. Wahrscheinlich Frage hätte... ist, ob ich überhaupt lesen kann. Vielleicht tue ich nur so. Gut, dann reduzieren wir uns auf Klopfzeichen. Vielleicht bringt das ja was. Malen uns nur Bildchen als Nachrichten. Ach ja. Gut hören kann ich nämlich auch schlecht. Ja. Quatsch, schlecht das hören kann ich auch gut. Ja, gut hören kann ich auch schlecht, ist schon klar. Super! So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen craften, das dauert eine Weile. Hm. So, Fleisch, ja, 10-mal Fleisch, das ist auch nicht so toll. Ich könnte eigentlich noch ein paar Cobblestones könnte ich noch machen. Ich will mal gucken, ob ich irgendwo ein Tier finde.
Ich höre irgendwo ein Viech. Zombie habe ich hier irgendwo gehört gerade. Achso, nee, ich wollte was zum Essen. Okay. Boah, das mag. Oh, das war knapp. Achtmal Kaffee. Mhm. Eisen ist noch ein Zugange, das ist gut. Also, Kurswelt, ich sollte dir ausrichten, repetiere Mehrlader. Nehmen an, Schwein! Schwein! Sich auf das Maschinengewehr, das benannte. Maschinengewehr ist kein Repetierer, das ist ein Grasdrucklader. Nein, aber auf das, was du gesagt hast. Darum ging's wohl. So. Also ich hab's ausgerichtet, egal. Also das Scharfschützengewehr hier in 7 Days to Die ist eine eine Halbautomatik. Richtig. Die nehme ich wieder mit. Alles gut. Hier, da, das können wir abbauen. Ja, ich muss das hier mal mit der Pickaxe kaputt schlagen. Ich da kann ich ja keine normale Axe haben hier. Was bist du denn wieder am Knausern, am Meckern? Hirsch! Töte den Hirsch! Denk dran, nach erfolgreicher Jagd muss er verblasen werden, ne? Wenn er auf der Strecke liegt. Mhm. Da gibt's nichts zu lachen. Lausbub! Elender! Sausack! Saubratzen! Saubratzen! Von Hirsch! Ja, alles weitmännisch fällen, bitte. Alles für den Hirsch! Ja. Warum hab ich denn jetzt schon wieder... Oh Mann! Ja. So. Rap. Gibt denn das, wenn man eigentlich diese Munitionsbox... Weiß? Lass mal Platz machen. Erst mutig den Rückzug antreten. Ah, kann man nicht. Gut, alles klar. Würdest du dann die Pickaxe irgendwo reintun, wo man auch drankommt? Ja. Muss ihn erstmal fertig kriegen, das dauert noch ein bisschen. Das würde er, wenn er wollte. Wenn er wollte. Bitte. Wenn er wollen tun, tät. Ja, oder so. Aber das dauert irgendwie alles wieder 3 Jahre. Baue ich jetzt nun das dahin oder baue ich das dahin? Ach, da ist sie. Wo? Kopfschuss! Ah, so, die erste ist fertig. Die erste Pickaxe. Eine 320er Iron Pickaxe. Die packe ich in die rechte Kiste, wenn ihr davor steht. Ja, das nutzt nichts. Deine Kisten sind, wie eingangs irgendwann erwähnt, nicht zugänglich. Vielleicht hat der Nordisch aber auch dran gedacht, die Kiste freizuschalten. Normal. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nö, dann nicht. Bestimmt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Denn nicht. So, die nächste ist fertig. 321. Da liegt echt Rucksack. Wieso? Ach. Don Grumpchen. Oh, jetzt habe ich noch ein paar sinnlose Sachen. Telefon! Ja. Geh ran, du Stück! Da kriegen wir wieder Probleme bei YouTube, doch. Oh ja. Oh, stimmt, scheiße! Wegen Klingelton, meinst du? Ja.
Vielleicht. Glauben halt nicht wissen. So. In den Kopf geschossen. Und noch meine Kopf. Und sonst auch eine. Bam. Oh, stark. Geplatzter Schädel! Ja! Geil! Ich wollte gerade schon sagen, habe ich schon wieder kein Holz mehr. Das kann ja nicht sein, aber ist auch nicht. Oh. Ich habe noch zwei Spikes, die kann ich vorbeigesammelt. Das ist aber eine Konstruktion hier, du. Meine Güte, du. Das muss ich alles noch ein bisschen schön machen hier. Weil das machen wir nach der Horde. Irgendwann. Glaube ich mal. Dann mache ich mir hier nämlich so einen kleinen fetten Tunnel. So. Ich habe ja noch ein paar Cobblestones über. Die würde ich noch ganz gerne irgendwo so ein bisschen. Kann ich nicht. Schade. Schade. Ich bräuchte vor allem erstmal. Frames. Ich glaube, im Nordwesten haben wir eine Mini-Horde, kann das sein? Ja. Och nö. So, mal gucken, dass wir irgendwie Gussmanns Bunker noch anschließen. Nein! Falsche Richtung gelaufen! Was ein Glück, kann man durch Zombies durchrennen. Scheiße. Nee, kann man nicht. Oh. Also alle bis auf Gussmann können's. Oh, das sieht aber auch witzig aus, wie er gerade am Fressen ist, so. Ja. Ups. Hab ihn gerade mal in the brain geschossen. Und noch mal einen Kopf. Okay. Muss mal nach unten. Ja, ich komme hier runter. Papi kommt doch. Moin! Hier bin ich, Freunde. Hallo, komm zu mir. Wir brauchen mechanische Teile. Ich hab eigentlich zu viel Schiss hier drin irgendwie. Dann weg. Gibt Platz mehr. Oh. Du fall doch mal um, du Vieh. Oh, ich habe gar keine Pfeile mehr. Ach, ein Glück. Ist sie. Den Lenker hätte ich gerne aufgehoben. Achso, Pelain, du wolltest eine Axt haben, ne? Warte mal. Krebst du noch hier irgendwo rum? Ja. Juhu. Komm. Strom. Hinter dir. Jo. Da. Merci, danke dir. Oh, hier war noch keine drin. Okay. So, dann kann ich ja auch noch ein bisschen Holz hacken. Was will ich hier Material verbraten? Man müsste normalerweise so am Ende mal so eine Statistik aufrufen können. So und so viel Holz kaputt gemacht, so und viele Blöcke gebaut und so viel hier von davon. Das würde mich dann doch schon mal interessieren, wie viele Bäume man fällt nach so einer Staffel oder am Ende eines Tages. Ja, schön, gefällt mir. Ja, ne? Kannst du scripten, dass das mitgezählt wird, wenn du das wolltest? Ja. Das wäre mal nicht verkehrt. Das würde mich mal echt interessieren. So, warum bist du so... Ja, habe ich jetzt gerade ein bisschen Bauchweh, diese Casino-Tokens jetzt rauszuwerfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade so ein bisschen. Wollt mal rüber zum... Also die 7. Oh, okay, ja, jetzt. Die 7. Oder... Die 7. Das ist ja übersichtlich. Ich muss auch dringend mal wieder Bäume pflanzen. Plastik, ja... mechanische Teile. Okay, die brauchen wir eigentlich auch. Mechanische Teile brauchen wir nicht.
Ich würde dir zum Einschmelzen das alte Werkzeug geben. Mhm. Setter. Du kannst doch, schmeiß doch rein. Ja, im Moment habe ich keinen Schatz, den ich finden kann. Und wenn wir den Händler direkt neben der Tür hat, also das Spaß ist schon... Dran gemacht. Das ist schon ziemlich cool eigentlich. Vorbei. Glaube ich, muss mal jetzt kurz gucken. Ne, eine ist fertig. Eine ist fertig. Da muss ich ja noch eine bauen. Aber ich komme gleich zurück. Ich will noch ein bisschen Holz holen. Ich muss noch viel bauen. Viel bauen. Baum, 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 baum. Gut, dann komme ich wieder zurück. Ach, hier ist ja, generell Klamotten nimmt der Händler sehr gern und da kann man auch ganz guten Reibach mitmachen. Aha. Das stimmt, Razer. Alles so gut. Aber fürs Aufleveln gibt es nichts Besseres als alte Geldscheine. Zum Aufleveln? Beim Händler. Okay. Habe ich mich noch nie so mit befasst. Ah, ja. Ja. So, was macht denn die Vorge? Die Vorge macht gar nichts. So. So, noch eine Schaufel für den Guzman, eine Schaufel für mich. Obwohl, nee, eine Schaufel habe ich ja schon. Also mit der PS4, da bin ich raus. Hase ODH. Oder Frau Hase, ist das okay? Der Nordisch hat PS4. Da gebe ich die Frage weiter an den Nordisch. Hier wird gefragt, wie kann man auf einer Karte den Händler erkennen? Ich spiele es auf der PS4 und finde den nicht. Also zum einen hast du ja auch dein Anfangslevel, ne? Bau eine Axt, bau ein Campfire, bau einen Bogen, bau Federn. Und da ist am Ende sozusagen auch eine Händlerqueste für dich. Also da kannst du einen finden. Genau. Ansonsten immer generell bei Städten sollten eigentlich immer viele sein. Also was heißt viele sein? Aber da stand, glaube ich, in den Patchnotes mal drin, dass die überwiegend bei den Städten sein sollen. Oder in der Nähe von Städten. Aber das, ja, das habe ich eben auch noch nicht so bestätigt. Huch. So. Wie mache ich denn... Achso, ich wollte ja auch noch ein paar... Wie heißen die, diese Azrak, die du bei dir hast, da diese Zäune, wie heißen die? White? Achso, White. White Picket Fence. Achso, zeig dir gleich erst an. Ah, alles klar, danke. Mhm. 50, oder? Oh, die sind ja super günstig, das ist ja nett. Obwohl das hier noch nicht optimal ist, wie ich das hier gebaut habe, aber naja, wir wollen ja mal hier. Baue ich die jetzt hier hin oder baue ich die da hin? Ist das jetzt so scheiße? Aquaman. Apropos scheiße, das sieht scheiße aus. Bauen wir mal hier hin. So. Da haben wir... Okay, ich richte es aus. Also Mac meint, du solltest den Picket Fence so setzen, dass der grüne Rahmen beim Setzen, ne, ja, da ist, wo die Zombies sind, also außen. Okay, dann kann ich das gleich wieder alles abreißen.
Ich hatte ihn gerade schon außen gesetzt, aber dann schwebte der so in der Luft und das war ein bisschen scheiße. Okay. Ich habe hier noch das Rezept für Hunting Knife, aber inzwischen brauchen. Oder. Ich nehme das. Ich würde schon noch. Also. Okay. Ganz normisch. Rezepte bloß nicht wegschmeißen. Oder scrappen. Gut, also grüner Block nach draußen. Machen wir. Ja. Danke, Mac. Jo, danke schön. Ich habe es extra andersrum gesetzt, damit mein Stachelzaun sozusagen das erste ist, was den Zombies so durch den Kopf geht. Ja. Aber das muss natürlich jeder für sich auch wissen, was für ihn praktikabel ist. Ach, scheiße. Na, kann man wenigstens kann man die ausdecken. Ach, guck mal, das passt genau mit der Säule. Wie gewollt, du. Fast wie gewollt. Was denn? Oh, Harte und sie sind auch schon oben, also... Wo oben? Naja, auf dem Ding. Och, ich kann doch jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt hier... Alter, willst du mich verarschen? Oh, wow. Ah, dann muss ich das halt. Was mache ich damit? Mehr Schaden? Ja, mache ich. Okay. Einfach nicht drüber wundern. Ich weiß, die Pfeile waren kostbar, aber. Man muss eine Entscheidung treffen. Hallo. Alter, wo man überall festhängt hier, das ist unglaublich. Ich bin gleich so voll, ich kann ruckzuck wieder gehen. Kann ich auch wieder abreißen. Na, okay, gut. Dann neu. Dann machen wir das mal neu. Kein Problem. So, so. Und wir sehen. Oh. 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 Und ich habe keinen Platz mehr. Was lassen wir da? Alles, einfach alles da lassen. Chubidichub. Achso, ich wollte ja die Schaufel noch mal gönnen. Ich komm wieder. Also, ich habe die Schematik für den Crossbow noch erbeutet. Schön. Bin jetzt auf dem Rückweg. Hast du die schon gelernt? Ja, ich kann die. Das ist gut. Aber einer von euch kann sie bestimmt noch nicht und deswegen nehme ich es mit. Korrekt. Der ist gern geschehen. Ja, ich komme hier nicht dazu. Deswegen sage ich ja, ich muss unbedingt an Tag Nummer 22 unbedingt mal wieder auf Lucho gehen, sonst drehe ich ab. Ich drehe ab, Mann! Ja, klar. Also, ich werde da nochmal reingehen, logisch. Das Wichtigste haben wir ja noch gar nicht zu uns zur Brust genommen. Das kann ich machen. Das wäre eine Idee gewesen. Ideen sind gut. Mach das doch nicht kaputt, ich hab das alles mit Liebe repariert. Hier ist aber falsch. Achso, na gut. Ich muss es ja anders umsetzen, wird mir gesagt. Du musst gar nichts, es ist deine völlig freie Entscheidung. Du musst gehorchen, Kerl. Völlig frei. Einmal gleich das machen. Nehmen wir noch mit. Oh, da ist noch ein Mülldreckchen. Was bist du? Was hast du? Nix. Cool, interessiert mich jetzt nicht. So, ist jetzt die Schaufel gleich mal fertig. Aua! Blöd. Ja, so. Ach. Ich kann's nicht lassen, reinzugucken. Ich kann nichts mitnehmen. Das ist so scheiße. Ja, deswegen. Deswegen sind wieder alle Bäume gefällt worden. Ich glaube es nicht. Wer hackt denn hier alles um? Wir haben ja auch neue gepflanzt. Mhm. Sagt er zumindest. Oh, ich habe hier noch so viel Arbeit.
Hier wird alles schön platt gemacht. Wir brauchen hier keine Natur. Boah. Natur wird überbewertet. Ich verstehe. Genau. Ja. So, hier haben wir ein Spike. Nochmal Baum, Spikes. Ah ja. Eier? Eier? Wir brauchen Eier. Jo, ist jetzt mal die Schaufel. Ja, ist sie. Ja, ist sie gut. Oh ja, die haut schon ein bisschen was weg. Ja, herrlich. Das ist herrlich. Kannst du da hinstellen? Ja. Ich habe nachher so viel Erde. Och, Alter. So. Eat this. Das mit der Taschenlampe, siehst du, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Taschenlampe? Das mähen meist die kleinen Kakteen. Verstehe ich nicht. Also kannst du das nochmal sagen? Das verstehe ich so nicht. Alles wird gut. Ja. Nicht mehr in diesem Leben, aber irgendwann. Was nehmen wir denn jetzt? Am besten wäre natürlich eine Waffenkiste. So, haben wir die drei überstehend. Könnte ich mir daraus noch Grassy Ground machen? Das ist doch gut. So also langsam, mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Mühsam nähert sich der Eichkater, genau. Übrigens gut, dass ich hier auf Lehm gebaut habe. Dann kann ich nur wenigstens nebenbei noch ein bisschen farmen. Das ist doch fein. Fein ist das. So. Ja, ich hab ja auch viele Waffenteile. Da muss man halt auch ein bisschen aussortieren und so. Dass du bei der Wüste im Laufen Schaden bekommst, ja, ich weiß, das ist ja das Problem. Ja, irgendwie, wenn das Laub da zu dicht ist oder die Büsche, dann bist du reingelaufen. Zum Kotzen. Ich bin ja froh, dass dieser Schaden nicht exorbitant ist. So. Im Moment weggesprungen und jetzt guck dir die Scheiße an. Was er da macht? Ah, und ärgern. So. Jetzt steht sie gut. Die falsche Seite. Ach komm, scheiße. Ich wollte einfach, dass der. Na. Ach, egal. Scheiß drauf. Jetzt steht's da. Nicht schön, aber selten. Nein, das gefällt mir nicht. Ich muss sie wieder abbauen. Nee, das kann ich jetzt gar nicht. Na, ich muss am Zaun ja auch nicht so prall. Ich glaube, muss ich auch hier und da mal wieder wegnehmen. Ach, das ist, wenn es dich einmal stört, das ist scheiße. Ja, das ist korrekt. So, ja, jetzt. Der bleibt jetzt stehen, wie er ist. Naja, gut, die gehen ja auch schnell kaputt. Ja. So, jetzt raus mit der Waffenschutz. Ich werde eh nicht lang halten. Ich nehme die Bücher trotzdem. Ja, das auch. Das Pistolen, Munition.
Ach Gott, was es hier noch alles zu tun gibt, und mir wird ganz übel. Ja, ich will mir ja einmal einen kompletten Graben hier ziehen und das mit Holz auskleiden, das ist schon eine Arbeit. Okay. Ja. Ja, wie schaut's aus mit einer Pause? Richtig, genau. Richtig. Ihr Lieben, ihr habt gesehen, es läuft langsam hier. Ja, damit übergebe ich das Wort an Nordisch. Bitteschön. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Und Pauline. Ja, dann übergebe ich mich auch gleich und sag ciao, bis zum nächsten Mal. Und Guzman. Ich schwicht das aber nicht weg. Nein, bis zum nächsten Mal in diesem Theater. Alles klar. Bis denn. Tschüss.